Mario hier, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Porsche 917 kH von XO Collection oder XO Collections zum finalen finalen Paket. Pack 25 ist angekommen. Die letzten vier Ausgaben, die wollen wir heute erledigen. Oder morgen oder übermorgen. Naja, mal gucken, wie lange das Ganze dauert. Weil da ist ja noch ein bisschen was zu tun, ne? Wir haben noch was offen am Porsche. Wir haben noch eine Box. Wir haben noch einen Hauptschalter. Knips, knips. Ja, einen Hauptschalter haben wir auch noch. Dann müssen da noch Batterien rein. Und ja, hier in der Tüte sind noch vier Bauphasen. Vier Bauphasen vom Porsche. Ja, hier Box Nummer 25 mit den Bauphasen 97 bis 100. In der 100 sind eine Batterieklappe und Deckels drin. Ja, sind Deckels drin. Das schmeckt mir gerade nicht so. In der 99 sind auch noch ein paar Deckels drin. In der 98 sind keine Deckels drin. In der 97 haben wir ja schon mal in der 96 gemacht. Nur auf der anderen Seite. Komm mal her, du kleiner Porsche. Ja, die. Hier ist die 96. Das hier, das Orangene. Das mache ich dann gleich mal alleine hier auf dieser Seite. Aber wir schauen erstmal in die Bauanleitung, was wir so machen dürfen. Ich habe das noch gar nicht übersetzt. Aber das ist auf jeden Fall der rechte Seitenschweller, den wir dann in der 97 machen dürfen. Machen wir da noch mehr? Nee, in der 98 geht es dann weiter. Das übersetze ich dann natürlich. Da machen wir dann auch noch ein bisschen weiter. Ja, natürlich machen wir da ein bisschen weiter. Das ist auch gar nichts Schlimmes, gar nicht viel. Das ist auch gut so. Weil in der 99, da wird dann die Box verbaut. Und ja, diese riesengroße Heckklappe, diese Motorklappe. Habt ihr schon mal bei anderen Autos so eine große Motorklappe gesehen? Manch einer hat ja eine große Klappe, ne? Ich hoffe, ich nicht. Ja, hier, wenn ich alleine mit der Kamera sabbe vielleicht, aber... Naja, auf jeden Fall müssen wir Deckels schon mal anbauen. Ja, und dann sieht das Modell eigentlich schon fertig aus. Aber nein, das ist dann nicht fertig, weil mit der Ausgabe 100... werden dann weitere Deckels angebaut. Ja, das werden, ich hoffe, ich krieg das hin. Ich werde das definitiv nicht zeigen, wie ich Deckels aufklebe, weil das traue ich mir nicht. Ich bin froh, ich hoffe, ich habe genug Ersatz. Ich bin froh, wenn ich es einigermaßen ordentlich hinbekomme. Ich bin ja froh, dass es hier, hier war es ja schon drauf, dass ich das da vorne ja ganz gut hinbekommen habe und dass ich bei der einen Tür das auch ganz gut hinbekommen habe. Da war ja hier die Beifahrertür. Ja, und dann ist er irgendwann fertig. Und auf der Rückseite, hier auf dieser Rückseite, das zeige ich jetzt noch nicht, zeige ich später, aber dieses Modell, was hier vorgestellt wird, ist schon im Bau auf meinem Kanal. Auch da geht es dann demnächst weiter. Ich werde das hier mal auspacken. Und dann anbauen und dann gucken wir mal, ob wir ja noch ein bisschen weitermachen mit einer weiteren Ausgabe und so. Also ich möchte gerne dieses Modell hier heute fertig bekommen. Deswegen das Video soll auch Finale heißen. Vielleicht heißt es ja so, ich weiß es jetzt gar nicht, weil ich bin ja noch nicht fertig. Ich weiß ja noch nicht, wie das Video dann heißen wird. Ihr wisst es schon, weil ihr schon schaut. Ich würde sagen, holt euch ein Käffchen,
holt euch der eine oder andere vielleicht einen Sekt, weil bei Mario wird wieder ein Modell fertig. Und also ich trinke keinen Sekt, weil ich, die Deckels müssen ja ordentlich angebracht werden. Gut, ich packe die 97 aus, verbaue die 97 und zu 98%, nein, zu 98 seid ihr dann hier auf meinem Basteltisch. Ja, wenn es 100 Ausgaben sind, dann haben wir ja mit der Bauphase 97 97%. Mit der 98, 98, ja, ihr wisst schon, nach Adam Riese. Gut, legen wir los und nicht lang schnecken, kommt auf meinen Basteltisch. Ja, wie gerade gestern erwähnt, ja, wir sind schon einen Tag weiter, aber wie erwähnt vorhin, quasi habe ich einige Sachen allein gemacht. Und die Bauphase 97, da ging es hier um diesen Seitenschweller, der ist dann angebaut. War ja auch nicht schwierig. Ja, alles gut. Alles prima. Es werden noch zwei Schrauben ausgetauscht. Und zwar hier kommen statt IM-Schrauben kommen SM-Schrauben rein. Das heißt, hier werden die IM-Schrauben rausgenommen und SM-Schrauben reingedreht. Das sind sozusagen Senkkopfschrauben. Und ja, dann kamen wir zur Bauphase 98. Gucken, ob wir das jetzt hier vernünftig aufbekommen. Die Tür. Nee, ohne Hilfe wird das nichts. Wo habe ich den? Habe hier so einen kleinen Plastiktüröffner. Hier rauf drücken und dann, und zwar, ihr seht schon, ha, hier hat sich was verändert. Und zwar kommt hier eine kleine Leiste rein und hier ein, ja, Bodenblech, sage ich jetzt mal dazu. Das wird nur, boah, jetzt konnte ich noch mal nachdrücken, Mensch, wird hier nur reingelegt und reingedrückt, das andere genauso. Und auf der gegenüberliegenden Seite, machen wir mal wieder die Tür zu. Knack. Und dann drehen wir mal das Modello um. Kriegt ihr hier denn die Tür besser auf? Nein, genauso. Also, Knöpfchen drücken, hier unterhaken ein bisschen. Jetzt will die Tür nicht auf. Manchmal sagt man ja, du kriegst die Tür nicht zu. Jetzt kriegst du die Tür nicht auf. Auch hier seht ihr, das sieht nur ein bisschen anders aus. Die Seite ist hier glatt. Werden auch Abdeckungen eingefügt. So, wieder Klappe zu. Und das war es dann eigentlich. Und dann kommen wir zur Bauphase 99. Dafür legen wir das Modello mal wieder ein bisschen beiseite. Nicht legen, stellen! Nicht legen, stellen! Und zwar bekommen wir eine Unterbodenplatte und da werden wir dann aus Ausgabe, mal gucken, ob das hier noch irgendwo steht, aus Ausgabe 34 bauen wir dann den Lautsprecher ein. Der wird dann hier nur so angeschraubt mit dieser Lautsprecherhalterung, die auch mit im Lieferumfang war. So, jetzt kommen wir eigentlich dazu, dass ich euch dann doch noch ein bisschen was zeigen kann. Und zwar geht es jetzt los. Jetzt müssen wir unser Modell auf den Kopf stellen. Ja, das mache ich ungern. Aber ich glaube, das nützt in dem Falle nichts. Wir haben ja hier ein Vlies unter. So, was war das jetzt? Ach so, hier, das ist, seht ihr hier den Haken? Hier. Das ist hier die Haubenhalterung, die Motorhaubenhalterung. Gut, wir legen das quasi so auf den Kopf und dann muss ich mal schauen, wird jetzt alles ein bisschen versteckt und wir werden die Unterbodenplatte einsetzen. Und zwar wie folgt. Es ist ja eigentlich gegeben. Hier ist die Öffnung für den Batteriekasten. Und
dann wird das Ganze eigentlich jetzt hier nur raufgelegt. Aber wir müssen vorher, das sagt er gar nicht. Wieso sagt er das nicht? Wir haben ja hier noch, wir müssen erstmal hier beim Batteriekasten andersrum drehen. Wir müssen den Schalter einschrauben. Aber wie rum? Und zwar so rum. So rum. So. Können wir mal ein bisschen dichter kommen. Ein bisschen dichter kicken. Und das wird mit OP-Schrauben gemacht. Die muss ich noch einmal herausholen. Und den Schraubenträger aufmunitionieren. Und in der Anleitung sieht das so rum aus. Und dann können wir hier mal die Schrauben reindrehen. Erstmal vorsichtig. Und dann halten wir das nachher gleich ein bisschen anders fest, dass wir die Schrauben da ordentlich reindrehen können. Das hätte man auch machen können ohne, dann hätte man die Kabelverbindung hier gekappt. So. Das hätten wir. Jetzt müssen wir natürlich darauf achten, dass wir das gelbe Kabel, aber wir hätten das ja auch so rum hindrehen können, das gelbe Kabel mit dem gelben Kabel hier verbinden. Und zwar ist das der Lautsprecher. So, fummel, fummel, zusammen. Jetzt drehen wir das Ganze dann um und gucken mal, dass wir die Kabel alle ein bisschen versteckt bekommen. So, hier war das jetzt, glaube ich, nicht so schwierig. Oder doch, hier guckt das ja noch raus. Und auf der anderen Seite müssen wir zumindest so, dass der Stecker ein bisschen verschwindet. Dass wir den Unterboden natürlich alles vernünftig ranbekommen. Dass nichts stört. Ach, hier müssen wir noch mit einer kleinen Lasche das Ganze unterstecken. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher. So, jetzt habe ich hier vom Schalter das Kabel noch ein bisschen. So, haben wir den Unterboden drauf. Und der wird jetzt mit PM-Schrauben verschraubt und BM. Erst einmal hier 1, 2, 3, 4, 5 PM-Schrauben. Da muss man nämlich schön aufpassen, welche Schrauben wir nehmen, ne? Auf jeden Fall PM. Das sind auch Senkkopfschrauben. Und wir fangen mal hier vorne in der Mitte an. Und die Schraube hat schon geschnackelt. Dann machen wir natürlich weiter. Ich könnte jetzt ja auch sagen, komm, die Schrauben kann ich mal schnell alle alleine reindrehen, weil es kommen ja noch ein paar mehr. Ja, das werde ich auch machen. Und dann sehen wir uns quasi gleich nach dem beim nächsten Arbeitsschritt wieder. Den habe ich schon gemacht. Und zwar galt es, ein Deckel aufzubringen. Und das zeige ich euch dann gleich als nächstes. Und dann wird tatsächlich jetzt die Motorhaube dann installiert. Also im nächsten Arbeitsschritt. Bis gleich. Nachdem der Unterboden nun dran ist, kommen wir jetzt zur Motorabdeckung. Und zwar wird so ein Deckel, hier ist nämlich noch eins übrig, wird angebracht an, ja, am Heck quasi. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Ich hoffe, das ist jetzt trocken alles und ist auch fest. Hier, da ist es dran. So, und jetzt wird ja quasi die Heckklappe jetzt hier nur so reingesteckt, ne?
Und dann soll das alles passen. Nur noch ein bisschen nachschieben, nachdrücken. So, weiß ich nicht, muss ich hier noch weiter runter. Wie kann man das ja dann wieder so hoch machen? Aber rausrutschen sollte das eigentlich nicht. So hoch machen. Ja, mal gucken hier mit diesem Ständer, wo man den jetzt hier reinmachen soll. Der muss ja eigentlich so rein. Ach da, dahin. Und das ist ein so ein Nupsi. Ja, aber das hält hier nicht so richtig. Naja, gut. Auf jeden Fall kann man hier dann reinschauen. Hier ist so eine Folie, die ja, bei mir geht die immer wieder ab. Aber nichtsdestotrotz muss das ja dran bleiben. Dann, das soll ja nicht, hier soll ja nichts zerkratzen. So, wenn das dann richtig dran ist und richtig runter ist. Hier hinten muss das einmal, die, hier hinten sind kleine Nupsis. Und dann sieht das schon gar nicht mal so schlecht aus. Ah, hier guckt ein Kabel raus an der Seite. Das geht natürlich nicht. Das muss jetzt erstmal noch mal rein. Wie sieht das denn hier aus? Ist hier, guckt hier auch was raus? Nee. Hier ist ein On- und Off-Schalter. Aber wofür ist der denn? Da guckt jedenfalls keiner raus, ne? Kein Schalter. So, haben wir einmal von dieser Seite. Sieht das geil aus. Und einmal von dieser Seite. Und ja, das war dann quasi ja, die Bauphase. Moment. Ja, 99. Nach 99 Bauphasen sieht das dann so aus. Ne? Und hinten steht jetzt auch schön Gulf Porsche dran. Ne? Da. Puh. Hier diese, hier, da meine ich, da sind so eine kleinen Nupsis. Da muss das auch mit reingesteckt werden. Oh. Ja, jetzt können wir dann zu den kleinen Resten kommen. Ja, Resten ist gut. Ich packe ihn nochmal wieder beiseite, den Porsche. Und zwar haben wir hier die Ausgabe 100. Jetzt kommen wir zur finalen Ausgabe. Können wir auch mal ein bisschen dichter schreiten. Und da sind, ja, wie schon offensichtlich zu sehen ist, sind Deckels drin. Die müssen wir erstmal hier befreien. Sollte eigentlich nicht so schwer sein. Dann haben wir hier kleine Porsche Deckels Emblem. Wir haben den Batteriekastendeckel und dann haben wir hier ja diverse Deckels mit der 20. Einmal ja ein bisschen größer und dann diese halben, aber jeweils ein Ersatz. Aber dieser hier, doch, hier ist auch ein Ersatz. Der ist schon so schmierig gewesen eben gerade. Naja, gut, gucken wir mal. So, die halben kommen natürlich an den Seiten ran, das wissen wir ja. Dann werde ich mal, das werden wir mal gucken, genau. Ein großer kommt nochmal hinten oben aufs Heck. So, wo kommt der kleine Porsche hin? Wo kommt der kleine Porsche hin? Ach, ganz vorne auf, das zeige ich euch dann nachher. Ich werde jetzt die Deckels alle alleine aufbringen, dass die, bis sie dann halten. Und dann wollen wir ja natürlich nachher auch ja, einen Test machen und so weiter und so fort. Und auch die Radmuttern anbringen. Die habe ich ja bis jetzt immer noch nicht gemacht. Hier haben wir sie. Das werde ich dann auch gleich machen. Ja, da werden wir jetzt nochmal eine Runde schwitzen. Und wie gesagt, die Deckels, wie die aufgebracht werden, das zeige ich nicht. Das werde ich euch das Endergebnis nachher zeigen. Und dann nehmen wir nachher ein paar Batterien. Und dann gucken wir mal, was alles so funktioniert. Ne? Bis nachher. Oder bis gleich, wie auch immer. Holt euch mal einen Kaffee.
So, nun kann ich euch noch mal Partikel zeigen. Hier ist dann das unter der Tür auch vollständig. Auch hier auf der rechten Seite. Dann ist hier vorne das Porsche-Zeichen. Und hier hinten am Heck sehen wir ganz groß auch noch mal die 20 Prangen. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch eine einzige Aufgabe. Und zwar, Moment, drehen wir das mal wieder um, müssen wir hier vorne die kleine Klappe noch einbauen. Das machen wir dann mal eben. Und zwar, weiß ich gar nicht, halten wir die so rein, so. Ja. Und dann nehmen wir die kleinen Nupsis. Die müssen wir jetzt dann hier alle reinstecken. Die Frage ist jetzt, das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, wie rum. Andersrum. Weil die sind ja schräge. So. Nehmen wir erstmal den weißen. Und dann den orangenen. So. Und dann haben wir nur noch hellblaue. Oh gut, 300 km/h möchte ich mit diesen Nupsis jetzt nicht fahren. Oder müssen wir das auch in 1:8 umrechnen? Die Kilometer. Ja doch, ne? Damit das, wenn überhaupt, realistisch aussieht. Hier oben muss ich, glaube ich, gleich noch mal, weil die gingen jetzt alle ein bisschen besser rein hier. So, jetzt ein bisschen Plastik weg. Oh, jetzt ist das Modell quasi fertig. So, jetzt müssen wir natürlich noch einmal die Karre einschalten. Warte mal, wo war das? Das ist auf der rechten Seite. Da haben wir jetzt quasi den Hauptschalter eingeschaltet. Und jetzt mache ich mal lieber beide Türen auf. Warum, sage ich euch gleich. Also zumindest erstmal die Beifahrertür. Oder ist ja die Fahrertür. Weil die Beifahrertür kriege ich ein bisschen schlecht auf. Deswegen kann ich dann lieber mit dem Finger hier untergehen. Gibt's doch nicht. Oh, jetzt habe ich's. So, jetzt haben wir das quasi auf und ich würde mal ein bisschen Arbeitslicht weniger machen, damit man das dann auch sehen kann. Und dann drehen wir uns das mal hier so hin. Und auf den Scheibenwischer muss man jetzt raufdrücken. Den geht jetzt nicht der Scheibenwischer an, sondern das Licht. Und siehe da, es leuchtet. Und auch, wir zeigen das nochmal von hinten. Auch hinten gehen die beiden Lampen. Bremslicht soll auch funktionieren. Ich weiß nicht, wie ich an der Bremse ankomme. Also mit dem Wurstfinger geht es definitiv nicht. Also ich drücke darauf, aber ich krieg das nicht runtergedrückt. Und ja, so eine Finger habe ich noch nicht, dass ich so eine, ne? Wie im Hexenhäuschen, ne? Zeig mal den Finger. So, dann haben wir hier ja noch ein paar Knöpfe. Den wollte ich noch nicht. Da haben wir dann noch eine Hupe. Und dann, also ihr hört, der Lautsprecher geht auch. So, das sind jetzt die Motorengeräusche. Ja, siehst du.
Geht aber ab hier! So, die Innenraumbeleuchtung geht auch. Ich werde dann mal ein paar Bilder machen und die werde ich dann auf jeden Fall bei Facebook einmal zeigen. Gut, das soll es gewesen sein und wir kommen gleich mal zur Verabschiedung. Jo, liebe Leute, das war dann Lieferung 25. Der Porsche ist fertig. Ich habe dann nochmal eine IXO von IXO Kollektion eine Vitrine rausgeholt. Auch die jo, könnt ihr bei IXO euch bestellen. Ja, Steve McQueen passt da wunderbar rein. Und bevor wir ja, das letzte Heft quasi in den Schuber packen, ja, was soll ich sagen? Ich bin froh. Wir haben wieder ein Modell fertig. Wir packen jetzt hier das letzte Heft hier rein. Passt das noch? Jo, das passt noch. Alle Hefte hier drinne. Was ich aber noch vergessen habe zu zeigen ist, hier, sonst ist ja hier auf den Heften dann zu sehen, was in der nächsten Lieferung kommt, also welche Ausgaben. Und hier könnt ihr sehen, den Lancia. Nichts Neues mehr hier auf dem Kanal. Ihr wisst, der Lancia ist hier auch im Bau. Und ja, IXO zeigt dann eben noch einmal in der letzten Folge, es ist ein weiteres Modell am Start. Ja, womit wir fröhliche Spastelstunden haben werden. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Ich gucke mal gleich, ob ich das nicht ein bisschen anders noch hinstelle, dass er dann für in der nächsten Zeit immer noch hier zu sehen ist. Live in Farbe wird er dann zu sehen sein auf der Messe in Ried. Und ja, da wird er dann im Normalfall dem neuen Besitzer übergeben. Ich hoffe, ich habe das alles ordentlich gemacht. Und ja, der dicke, fette Porsche ist fertig. Ich wollte gerade eigentlich ein Stück vom Lancia zeigen, aber ich habe das so gut weggepackt. Das könnt ihr dann bald in einem der nächsten Videos dann sehen mit dem Lancia. Ich freue mich riesig. Ja, hat alles funktioniert. Ein paar Schwierigkeiten gab es zwischendurch, gerade was die Deckels angeht. Einige Deckels, gebe ich zu, musste ich zweimal machen. Wie gut, dass da Ersatz bei war. Ne? Also von daher. Und ja, der Porsche ist fertig. Wir können loslegen. Wir können zusammen jetzt auf zu 24 Stunden von Le Mans. Und ja, seid nicht traurig. Nach dem Modell ist vor dem Modell. Es gibt immer wieder was Neues. Auch natürlich hier auf meinem Kanal. Es gibt eine ganze Menge. Ihr könnt ja mal erzählen, wer von euch noch durchsieht. Ich habe eine Liste. Sonst nicht, dass ihr nachher noch irgendein Modell vergesst zu bauen. Gut, das dazu. Wie gesagt, mit IXO Kollektion, mit dem Lancia geht es demnächst weiter. Und auch mit dem Renault Alpine. Da sind auch noch ein paar Ausgaben zu verbauen. Und dazu lade ich euch recht herzlich ein, wieder dabei zu sein hier auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr ja, beim Porsche so treu gewesen seid und dass ihr immer zugeschaut habt. Das tut auf jeden Fall gerne wieder. Bleibt weiterhin neugierig, schaut wieder rein, passt auf euch auf. Das Wichtigste ist natürlich, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kicken wir wieder in bei dem nächsten ein oder anderen geilen Auto, Car, wie auch immer. Tschüss, tschüss.